Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erkläre die heutige Sitzung für eröffnet und bitte die Ratssekretärin, den Appell vorzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte, Monsieur Boer, die Herren Bischof, Burkhardt, Herr Caroni, Madame Chasseau, Honorevole Chiesa, Madame Crevoisier-Crelier, die Herren Dittli, Engler, Etlin, Fassler, Monsieur Francais, Frau Friedli, Madame Gapani, Herr Germann, die Damen Gmür, Graf, die Herren Hefti, Hecklin, Frau Herzog, Herr Josic, Monsieur Juillard, die Herren Knecht, Kuprecht, Madame Mare, Mason, die Herren Michel, Minder, Müller, Noser, Reichmuth, Rieder, Salzmann, Schmid, Monsieur Sommaruga, die Herren Stark, Stöckli, Madame Thorin, Barra, die Herren Wicki, Würth, Zanetti, Frau Zkraken und Herr Zopf. Besten Dank, Frau Buhl. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die 51. Legislatur neigt sich dem Ende zu. Nur 4 Jahre sind vergangen, aber was für Jahre? Erinnern Sie sich noch, als wir im Dezember 2019 unser Amt antraten, war von einem Virus in China die Rede, aber das war noch kein großes Thema. Dann überschlugen sich die Ereignisse, die Fallzahlen stiegen, Italien war stark betroffen und in der Schweiz traten ebenfalls die ersten Fälle auf. Das Virus zwang uns, die Frühjahrssession zu unterbrechen. Einige Wochen später trafen wir uns wieder, diesmal in der Bern-Expo, und diese Session, die war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Damals lernten wir, mit Masken zu kommunizieren, virtuelle Sitzungen durchzuführen oder uns durch dicke Plexiglasscheiben zu verständigen. Begriffe wie Notstand und Verordnung des Bundesrates wurden uns ebenso geläufig wie Lockdown und Hygienemaßnahmen. Kaum hatte sich die Pandemiesituation wieder etwas normalisiert, öffnete sich eine neue Front. Auf europäischem Boden begann ein Krieg. Etwas, was für uns alle für unvorstellbar war. Der russische Angriff auf die Ukraine löste Diskussionen über unsere Neutralität und die Ausrichtung unserer Außenpolitik aus. Es hat aber uns auch zu einer vertieften Auseinandersetzung mit unserer Energieversorgung geführt. Schließlich mussten wir in diesem Jahr auch das Ende einer der beiden Schweizer Grossbanken und damit das Ende einer 167-jährigen Geschichte erleben. Die Credit Suisse wurde einst von Alfred Escher gegründet, um den Eisenbahnbau zu finanzieren und zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes beizutragen. Mit der Bank fiel somit auch ein geschichtsträchtiges Symbol. Das Parlament hat in der Folge die erst 5. Parlamentarische Untersuchungskommission in seiner Geschichte eingesetzt, um die Ereignisse rund um die Notfusion der CS aufzuarbeiten. Auch das hätten wir uns bis zu diesem Moment kaum vorstellen können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab glücklicherweise nicht nur schlechte Nachrichten. Es gab in den letzten Jahren auch einiges zu feiern. Zum Beispiel das Jubiläum des 100-jährigen Zollvertrags mit dem Fürstentum Liechtenstein oder 175 Jahre Bundesverfassung mit der offenen Bundesmeile im Juli und der Einweihung eines neuen Kunstwerkes am Parlamentsgebäude. Und nicht zu vergessen die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts. Ich habe mich gefreut, dass nach den Wahlen der Frauenanteil in unserem Rat gestiegen ist. Mit den neuen Ratsmitgliedern hat eine neue Generation Einzug in unseren Rat gehalten. Jede Amtsperiode bringt Veränderungen mit sich. Politische Arbeit erfordert auf einander zugehen, ungeachtet der unterschiedlichen Standpunkte. Die Pandemie hat es uns nicht leicht gemacht, miteinander in die politische Zusammenarbeit zu finden.
Aber, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es geschafft. Ich bin stolz, am Ende dieser 4 Jahre sagen zu können, wir waren ein gutes Team. Wir waren bereit, einander zuzuhören, andere Sichtweisen zuzulassen, aufeinander zuzugehen und auch bei Meinungsverschiedenheiten respektvoll miteinander umzugehen, ganz im Sinne der Tradition dieses Rates. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für die geleistete Arbeit und für die Offenheit gegenüber den anderen Standpunkten, die unseren Austausch geprägt hat. Ich danke Ihnen auch für das gute und konstruktive Arbeitsklima in den vergangenen Jahren. Permettez que j'utilise ainsi une dernière fois cette devise que nous a accompagné tout au long de mon année présidentielle en vous remerciant d'avoir travaillé pour trouver des solutions pour ce pays et de l'avoir fait réellement gemeinsam, ensemble, insieme, insieme. Besten Dank. Merci. Wir kommen nun zur Verabschiedung unserer Kollegen und unserer Kolleginnen, die sich nicht zur Wiederwahl stellen. Wir tun dies in der Reihenfolge ihrer Vereidigung in diesem Rat. Zudem erhalten Sie heute alle mein persönliches Geschenk. Es ist ein Holzbrett, gefertigt aus dem Holz von Apfelbäumen aus dem Kanton Thurgau, hergestellt in der Klosterschreinerei Fischingen. Aus meinem Nachbardorf sorgfältig jedes einzelne Stück wurde als Unikat mit sehr viel Sorgfalt und Liebe gefertigt. Es soll Sie erinnern an dieses Präsidialjahr. Wir beginnen. Alex Kupprecht. Am 1. Dezember 2003 wurde Alex Kupprecht in unserem Rat vereidigt, wo er den abtretenden Toni Dettling ersetzte. Zuvor war er während 13 Jahren im Kanton Schwyz in der Legislative tätig, im Jahr 2002-2003 als Kantonsratspräsident. Alex Kupprecht ist Mitglied der SiK, der SGK und der WAK. Alle diese Kommissionen hat er auch präsidiert. Zurzeit leitet er die WAK. Auch die Delegationen für die Beziehungen zum österreichischen Parlament und zum Landtag von Liechtenstein präsidiert er seit Längerem. Er war lange Zeit Mitglied der GPK und hat die Geschäftsprüfungsdelegation in den Jahren 2017 und 2018 präsidiert. Das gute Funktionieren der Institutionen liegt ihm sehr am Herzen. Aufgrund seiner großen Erfahrung konnte er das Wirken von Bundesrat und Verwaltung sehr gut beurteilen. Er tat dies stets mit Augenmaß und Konsequenz. Als Sicherheitspolitiker war ihm die Zukunft der Armee ein besonderes Anliegen. Und als Sozialpolitiker setzte er sich unermüdlich und mit großem Engagement für die sichere Finanzierung der Altersvorsorge ein. Seine langjährige politische Erfahrung kam ihm auch im Jahr 2020 mitten in der Covid-19-Pandemie als Präsident des Ständerates und der Verwaltungsdelegation zugute. In den schwierigen Tagen der Pandemiebewältigung hat Alex Kupprecht ein überlegtes Krisenmanagement geführt. Ihm waren der Schutz der Bevölkerung und der Mut zur zentralen Führung, aber auch die Einhaltung der demokratischen Entscheidungsfindung wichtige Anliegen. Dass er auf eine Präsidialfeier ganz verzichten musste, war für ihn persönlich kein Problem. Wichtig war ihm, dass seine Wohngemeinde Pfäffikon früh Planungssicherheit hatte und nicht umsonst Aufwand treiben musste. Alex Kupprecht war bereits seit 2014 Mitglied des Büros, die ersten 2 Jahre als Zusatzmitglied. Ob er überhaupt in die Abfolge für das Präsidium eintreten wollte, ließ er lange offen. Bei den vielen Gremien und Organen, die er bereits präsidiert hatte, ist das auch nachvollziehbar. Aber wie jedes Amt, das er übernahm, führte er auch das Ratspräsidium mit Umsicht, Klarheit und großem Verantwortungsbewusstsein. Alex Kupprecht tritt nun nach 20 Jahren Amtszeit als Schweizer Ständerat zurück. Die Familie wird es freuen. Er ist seit 3 Jahren zu seiner großen Freude Großvater einer aufgeweckten Enkelin.
Wir mögen ihm von Herzen gönnen, dass er jetzt mehr Zeit für seine Liebsten hat. Alles Gute, Alex Kupprecht. Roberto Zanetti wurde am 1. März 2010 als Nachfolger des im Amt verstorbenen Ernst Leuenberger im Ständerat vereidigt. Dabei war es ihm nach seinen eigenen Worten eine besondere Ehre, auf dem Stuhl seines Vorgängers, Förderers und Freundes Ernst Aschi Leuenberger zu sitzen und dessen politische Arbeit weiterzuführen. Bereits mit 22 Jahren hat sich Roberto Zanetti als Gemeinderat von Gerlafingen engagiert. In der Folge amtete er als Gemeindepräsident, Regierungsrat und Kantonsrat. Im Nationalrat war er zwischen 1999 und 2003 tätig. Als Präsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben von 2014 bis 2015 und als Mitglied der Finanzkommission waren ihm die finanzielle Sicherheit und Stabilität der KMU wichtig. Als Sohn eines Stahlbauers setzte er sich mit viel Herzblut für die heimische Stahlindustrie ein. Auch dank seinem Engagement für den Erhalt des Solothurner Stahlwerks und die Sicherung seiner Arbeitsplätze konnte Stahl Gerlafingen im Juni das 200-jährige Jubiläum feiern. Als Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie waren ihm der Erhalt der Restwassermengen und der Trinkwasserschutz ein besonderes Anliegen. Auch die artgerechte Haltung von Nutztieren war ihm stets wichtig. In der Debatte zur Hornkuh-Initiative hat er uns eindrücklich aufgezeigt, dass die Enthornung bei den betroffenen Tieren Schmerzen, ja sogar Phantomschmerzen verursachen können. Roberto Zanetti war zudem Mitglied in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, in der Sicherheitspolitischen Kommission, der Rechtskommission und der Redaktionskommission. Er hat es immer wieder geschafft, den Rat mit seinen trockenen Bonbons zu unterhalten. Sein Wort hatte aber auch Gewicht und wurde gehört. Wir freuen uns für ihn als langjährigen Präsidenten des Schweizerischen Fischereiverbandes, dass er in Zukunft seinem Engagement für einen gesunden Lebensraum im und am Wasser vermehrt Zeit widmen kann. Herzlichen Dank, Roberto Zanetti. Hans Stöckli. 2011 wählten die Berner Stimmberechtigten Hans Stöckli in den Ständerat. Zuvor war er viele Jahre Bieler Stadtpräsident und saß ab 2004 im Nationalrat. Als im Frühjahr 2020 die Covid-19-Pandemie ausbrach, war Hans Stöckli Ständeratspräsident. Die Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Ratsbetriebs verlangten ihm in seinem Präsidialjahr viel Einsatz ab und forderten seine ganze Improvisationsgabe. Und dabei verlor er aber nie seinen Humor. Er war langjähriges Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, der Staatspolitischen Kommission, der Verkehrskommission und der Geschäftsprüfungskommission, die er 2016/17 auch präsidierte. Als Gesundheitspolitiker setzte er sich auch als Präsident der Schweizerischen Gesundheitsligenkonferenz ganz besonders für Gesundheitsförderung und Patientenschutz ein. Dabei lag ihm gerade die Frühförderung der Kinder- und Jugendgesundheit sehr am Herzen.
Einen Akzent setzte er als Ständerat mit seinem Einsatz für die Volksinitiative Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung. Als Präsident der Geschäftsprüfungskommission hat er sich bei der Inspektion über die Hochseeschifffahrt engagiert und als Präsident der Subkommission Gerichte und Bundesanwaltschaft die Turbulenzen um die Bundesanwaltschaft eng begleitet. Mit unerschöpflichem Elan hat sich Hans Stöckli auch für die Tourismusförderung und den Ausbau der Nord-Süd-Achse via Lötschberg eingesetzt. Einen weiteren Schwerpunkt legt er auf die politische Bildung. Sein Credo war und ist: Ich will so viele junge Menschen wie möglich für unser Land, unsere Demokratie, unsere Institutionen und die politische Arbeit begeistern. Besonders in seinem Präsidialjahr hat er dafür viel getan. Wir freuen uns für Hans Stöckli, dass er künftig mehr Zeit für die Verwirklichung seiner vielen Ideen hat. So will er beispielsweise als Präsident des Vereins Pro Papiorama das Projekt «Eine Reise ins wilde Dreiseenland» unterstützen. Herzlichen Dank, Hans Stöckli. Thomas Hefti. Am 3. März 2014 wurde Thomas Hefti als Nachfolger des im Amt verstorbenen Pankratz Freitag im Ständerat vereidigt. Zuvor war er während 16 Jahren auf Gemeindeebene in der Exekutive tätig. Er war der letzte Präsident der Gemeinde Schwanden und der erste Präsident der neuen Gemeinde Glarus Süd. Eine von dreien, die aus der Fusion von 25 Gemeinden hervorgingen. Diesen Wandel mitzugestalten war aufwendig, aber auch eine bereichernde Erfahrung, die ihm dann auch in der Verwaltungsdelegation zugute kam. Er hatte ein schwieriges Amt. In seine 2 Jahre als Delegierter der Verwaltungsdelegation von 2019 bis 2021 fiel zunächst die Covid-19-Pandemie mit unzähligen Zusatzsitzungen und schwierigen Entscheiden zum Ratsbetrieb. Stichworte Bern Expo und Plexiglas haben wir schon gehört. Aber es gab auch weniger dramatische, wenn auch kaum weniger schwierige Themen. So hatte Thomas Hefti etwa das Präsidium der Jury für die Wahl eines Kunstwerkes im Giebelfeld des Parlamentsgebäudes inne. Bei der Einweihung am 12. September konnten wir uns alle davon überzeugen, mit welch glücklicher Hand Thomas Hefti für einen guten Ausgang dieses Wettbewerbs gesorgt hat. Als Präsident der Finanzdelegation und der Subkommission 2 der Finanzkommission sowie als Mitglied der Kommission für Rechtsfragen und der Staatspolitischen Kommission hat Thomas Hefti einen grossen Einsatz für das Funktionieren des Parlaments, die Qualität der Rechtsetzung und für gesunde Finanzen geleistet. In der Wintersession 2021 wählten wir ihn zu unserem Präsidenten. Seine Präsidialfeier in Glarus bleibt uns in schönster Erinnerung auch, oder gerade weil sie wegen der Pandemieeinschränkungen erst in der Sommersession stattfinden konnte. Er repräsentierte und leitete den Ständerat mit Umsicht, Feingefühl und Humor. Thomas Hefti ist nicht nur perfekt viersprachig, er hat auch ein Flair und ein Faible für andere Kulturen. Wie viel ihm die französische Kultur bedeutet, haben wir eindrücklich auf dem Ständeratsausflug nach Neuenburg, wo er sein Jurastudium absolviert hat, erlebt. Seine Liebe zur englischen Kultur durften wir auf der Reise des Büros nach London und Cambridge erfahren. Zudem wissen wir, dass ihm auch die spanische Kultur am Herzen liegt und er seine Ferien regelmäßig auf einer spanischen Finca verbringt. Wir freuen uns für Thomas Hefti, dass er seinen vielfältigen Interessen nun mehr Zeit widmen kann. Herzlichen Dank, Thomas Hefti.
Olivier Français. Olivier Français wurde am 30. November 2015 in unserem Rat vereidigt. Nach 30 Jahren voller Engagement zieht er sich nun aus dem politischen Leben zurück. Seine politische Karriere begann in Lausanne. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied der Exekutive von Lausanne und war in dieser bis 2016 als Baudirektor tätig. Als ausgebildeter Ingenieur war dieses Ressort für ihn wie geschaffen. Etwa bei der Überwachung des Baus der Linie M2 der Lausanner Metro. Im Jahr 2007 wurde er in den Nationalrat gewählt. Olivier Français zeichnete sich in Bern besonders in seinem Fachgebiet, dem Verkehrswesen, aus. Zu erwähnen ist unter anderem sein Beitrag zur Schaffung des Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF und zum Entscheid über den Bau der zweiten Gotthardröhre. Auch für die Perspektivebahn 2050 setzte er sich ein. In seiner Zeit als Ständerat nahm er nicht nur in der Verkehrskommission, die er auch 2016-17 präsidierte, Einsitz, sondern auch in der Sicherheitspolitischen Kommission und in der Finanzkommission. Von 2020 bis 2023 vertrat er außerdem die Schweiz in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Un grand sportif, Olivier Français a participé à plusieurs patrouilles des glaciers, dont une en compagnie de ses collègues conseillers nationaux de l'époque Hugues Hilpolt et Laurent Favre. Il a également traversé les Alpes, seul. Il a transmis sa passion du sport à ses trois enfants, qui ont tous fait du sport à haut niveau. Nous souhaitons à Olivier, Französisch, son surnom Bernois, le temps de profiter de sa famille, de continuer à faire de belles courses en montagne et de pouvoir traverser à nouveau le Canada comme il le souhaite. Alles Gute, Olivier Français. Rudi Noser. Am 8. Dezember 2015 wurde Rudi Noser als Nachfolger von Felix Gutzwiller im Ständerat vereidigt. Zuvor war er während 12 Jahren im Nationalrat und während 4 Jahren im Zürcher Kantonsrat tätig. Als Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, die er 2018, 2019 auch präsidierte, Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und Mitglied der Gruppe Parlaments-IT hat sich Rudi Noser an breiter Front für die Vernetzung von Hochschulen und Unternehmen und den Austausch zwischen Forschenden und Industrie stark gemacht. Als Zentralpräsident von Swiss Engineering und Präsident des Dachverbandes der ICT-Branche hat er sich intensiv für die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt und dabei seine grosse Erfahrung als IT-Unternehmer eingebracht. In der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie engagierte er sich für einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere sprach er sich für die Erschließung von zusätzlichen Energieressourcen aus, damit die Produktion von inländischem Strom unterstützt werden kann. Als Präsident der Ständigen Parlamentarischen Delegation zur Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen der OECD, als Mitglied der Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag und als Mitglied der Außenpolitischen Kommission setzte er sich für die internationale Zusammenarbeit ein. Sein Ziel war immer, Weltkonzerne mit ihren Forschungsabteilungen in die Schweiz zu bringen, um einen Wissenstransfer zu etablieren und so auch die eigenen Nachwuchskräfte zu fördern. Zudem war es ihm ein grosses Anliegen, dass die Schweiz als Wirtschaftsstandort attraktiv und global vernetzt bleibt. Wir freuen uns für Rudi Noser, dass er künftig mehr Zeit für seine vielen anderen Engagements, aber hoffentlich auch für sich
und seine Familie hat. Mit seiner Passion für eine umfassende digitale Transformation wird er sich als Stiftungsratspräsident von Switzerland Innovation Park weiterhin in diesem Thema engagieren. Vielen Dank, Rudi Noser. Hans-Jürg Knecht. Hans-Jürg Knecht wurde am 2. Dezember 2019 als Ständerat vereidigt. Zuvor war er 8 Jahre im Nationalrat, 15 Jahre im Aargauer Grossrat und 8 Jahre im Gemeinderat von Leibstadt tätig. Als Mitglied der Finanzkommission und Präsident der Subkommission 4 der Finanzkommission engagierte er sich besonders für gesunde Staatsfinanzen. Am Herzen lagen ihm aber auch die Energie- und die Verkehrspolitik. Und als Leiter eines KMU setzte er sich stets für Gewerbe und Landwirtschaft ein. Als Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie waren ihm Maßnahmen zur Deckung des steigenden Strombedarfs und eine günstige und vom Ausland unabhängige Stromversorgung wichtige Anliegen. So setzte er sich für eine Anpassung der Energiestrategie 2015 ein, indem er für die Aufhebung des Verbots plädierte, Rahmenbewilligungen für Kernkraftwerke zu erteilen. Sein Wunsch war immer, eine ideologiefreie Energiepolitik zu betreiben. Wichtig war Hans-Jürg Knecht auch die Ernährungssicherheit und die Steigerung der Eigenproduktion von Lebensmitteln in der Schweiz, um die Abhängigkeit vom globalen Markt zu reduzieren. So hat er es geschafft, für seine Motion die Stärkeproduktion in der Schweiz erhalten, die rekordverdächtige Anzahl von 43 Mitunterzeichnenden zu organisieren. In der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen kämpfte Hans-Jürg Knecht für tiefe Benzinpreise, um den Güterverkehr auf der Straße wirkungsvoll zu unterstützen. Nun will er sich vermehrt seinem Familienunternehmen Knechtmühle widmen. Wir wünschen ihm dabei viel Befriedigung und natürlich auch, dass er wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Danke, Hans-Jürg Knecht. Adèle Torrens-Gumma. Adèle Torrens-Gumma wurde am 2. Dezember 2019 im Ständerat vereidigt. Nachdem sie 2002 in die Legislative der Stadt Lausanne gewählt worden war, verließ sie im Jahr 2007 Lausanne und nahm als Nationalrätin ihre Tätigkeit unter der Bundeshauskuppel auf. In ihrer Zeit als Ständerätin war Adèle Torrens-Gumma Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, der Finanzkommission sowie der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Die UREC leitet sie seit Ende 2022, nachdem deren Präsidentin, unsere ehemalige Kollegin Elisabeth Baumschneider, in den Bundesrat gewählt wurde. Tout ce temps, Adèle Torrens s'est engagée en faveur de l'économie circulaire. Avec succès, notre conseil devrait se pencher prochainement sur un projet de modification de la loi sur la protection de l'environnement visant à développer l'économie circulaire. De plus, elle est à l'origine de la stratégie biodiversité suisse. En effet, à son arrivée au Conseil national,
Elle siège au sein de la commission du programme de législature et parvient à convaincre le Parlement d'ajouter cet objectif au programme de la législature de 2007 à 2011. Die ausgebildete Philosophin hat entschieden, dass nun genau der richtige Moment ist, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Nachdem sie sich im Parlament für den Umweltschutz eingesetzt hat, wird sie ihr Wissen nun in den Vorlesungssälen der Hochschule für Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften des Kantons Waadt in Yverdon einbringen. Sie wurde dort vor kurzem zur außerordentlichen Professorin für Raumpolitik und Ethik ernannt und wird in dieser Funktion die Ingenieurinnen und Betriebsökonomen von morgen ausbilden. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de plaisir dans sa nouvelle fonction. Merci beaucoup, Adèle. Wir kommen nun zu den Schlussabstimmungen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben 21 Entwürfe. Für 21 Entwürfe eine Schlussabstimmung durchzuführen. Wer dem Entwurf jeweils zustimmt, stimmt mit Ja. Und wer ihn ablehnt, stimmt mit Nein. Vorlage 15.455, Obligationen, Mietrecht, Untermiete. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage angenommen mit 32 gegen 11 Stimmen bei 0 Enthaltungen. Vorlagen 16.458 und 16.459, Obligationenrecht, Mietrecht, Form, Vorschriften. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage angenommen mit 36 gegen 5 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 16.504, Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen. 18.077, Bundesgesetz über die Raumplanung. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage mit 43 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen. 18.475, Obligationenrecht, Mietrecht, Kündigung wegen Eigenbedarfs. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage mit 33 gegen 11 Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen. 18.489, Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel. Sie können stimmen.
Sie haben die Vorlage mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen. 19.311 und 20.313 und 20.323 und 21.311. Bundesgesetz über den Erwerbsersatz, Mutterschaftsentschädigung von Parlamentarierinnen. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage angenommen mit 37 gegen 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 21.047, Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Sie können stimmen. Sie haben die Vorlage angenommen mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 21.063, Entwurf 1, Bundesbeschluss über die Volksinitiative, maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien. Sie können stimmen. Sie haben den Entwurf mit 32 gegen 11 Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Entwurf 2, Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Sie können stimmen. Sie haben das Bundesgesetz mit 41 gegen 1 Stimme bei 2 Enthaltungen angenommen. 21.067, Entwurf 1, Bundesbeschluss über die Volksinitiative für tiefere Prämien, Kostenbremse im Gesundheitswesen. Sie können stimmen. Sie haben den Bundesbeschluss angenommen mit 20 gegen 14 Stimmen bei 10 Enthaltungen. Entwurf 2, Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Maßnahmen zur Kostendämpfung, Vorgabe von Kostenzielen. Sie können stimmen. Sie haben das Bundesgesetz angenommen mit 39 gegen 1 Stimme bei 4 Enthaltungen. 22.065, Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts. Sie können stimmen. Sie haben das Bundesgesetz angenommen mit 35 gegen 4 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 22.073, Bundesgesetz über die Informationssicherheit beim Bund. Sie können stimmen. Sie haben das Bundesgesetz mit 43 gegen 0 Stimmen und einer Enthaltung angenommen. 22.075, Bundesbeschluss über die Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Sie können stimmen. Sie haben dem Bundesbeschluss zugestimmt mit 37 gegen 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen. 22.082, Bundesgesetz über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten. Sie können stimmen.
Sie haben dem Bundesgesetz zugestimmt mit 35 gegen 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 23023 Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. Sie können stimmen. Sie haben dem Bundesgesetz zugestimmt mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 23024 Eisenbahngesetz. Sie können stimmen. Sie haben dem Gesetz zugestimmt mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 23026 Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung. Sie können stimmen. Sie haben dem Gesetz zugestimmt mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 23029 Bundesgesetz über Regionalpolitik. Sie können stimmen. Sie haben dem Bundesgesetz zugestimmt mit 44 gegen 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 23032 Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstraßen. Sie können stimmen. Sie haben dem Bundesbeschluss zugestimmt mit 33 gegen 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Damit, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, haben wir die Schlussabstimmungen hinter uns gebracht. Ich wünsche Ihnen, wie bereits mehrfach heute gesagt, alles Gute, eine gute Zeit. Und ich freue mich, alle oder fast alle von Ihnen wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wahlkampf, gute Nerven und auch viel Freude. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen. Merci.